YouTube, wenn du da mit der Maus über irgendeinen Benutzernamen gehst, das dann auch wie bei eben Facebook so eine Kurzinfo mit so Ah einem ja, stimmt, das ist praktisch. Titelbild und so kommt. Das finde ich wirklich schön gemacht. Vor allem ist es halt wirklich schön, wenn du irgendwie so nachschaust und allein schon wirst du auch auf neue Channels irgendwie aufmerksam, weil früher waren das einfach nur so Namen, die da standen und jetzt siehst du allein schon, okay, der hat irgendwie Ja, so ein von der geiles Beschreibung und Profilbild so, ja. und das ist schon mal cool, dann gehst du da eben drüber mit der Maus und dann kommt noch dieses Titelbild und Zeug und dann denkst du, oh, okay, ja, da schaue ich mal vielleicht mal vorbei, da hat er auf jeden Fall schon mal eine gute Aufmachung und ja, ist auf jeden Fall cool, wenn du so einen kurzen Eindruck mal von irgendjemandem erhaschen willst. Ja, das ist ganz Genau. praktisch. Boah, ja, so. Ja. Ich habe jetzt Willst du noch noch, was sagen? nee, ich Sorry. habe noch ganz viele Sachen eigentlich. Wir können jetzt noch Oh, locker, okay. also, ich muss nämlich sagen, ich habe in letzter Zeit immer wieder mir irgendwelche, wenn ich irgendwelche Ideen oder sonst was hatte, habe ich mir ganz viele Sachen aufgeschrieben. Und Ja. dann habe ich am Anfang angefangen, das in mein Smart. Das muss ich übrigens noch erzählen, ja? Ich kann in. Wir haben, also für alle Abonnenten, ihr müsst wissen, wir haben, also der Ishma, ja, der Quert und ich, wir haben eine Gruppe, die heißt Machinima Crew. Genau, In ja. unserem Windows Phone Gedöns. Und Ja, ich kann in wenn den sie den Chat nichts Absender. reinschreiben. Wie, du kannst in den Chat nichts Ich reinschreiben? kann in den Chat nicht reinschreiben. Das ist ganz komisch. Ich verstehe das auch nicht. Das ist Okay. ganz seltsam. Das liegt das vielleicht mit. Nee, du hast dich ja. Mit welcher E-Mail-Adresse hast du. Du hast schon das mit deiner normalen E-Mail-Adresse irgendwie aufgesetzt. Ja, Gell? das ist mit meinem normalen Microsoft-Konto verbunden. Und eigentlich, keine Ahnung, aber es steht halt die ganze Zeit nur so, warte, ich will den genauen Wortlaut erhaschen. Und währenddessen erzähle ich das, was ich sonst noch sagen wollte, genau. Und wir haben Okay. da eine Gruppe, da können wir halt auch so gemeinsam an Notizen bearbeiten. Und dann bin ich Genau, ja, letztens, das. wollte ich was in meine Notizen für mich selber reinschreiben, aber dann war er in der Machinima-Crew aus irgendeinem Grund direkt in den Notizen drin. Und das Ja, war, das. als ich. Naja, es war spät, es waren Freunde da und man hat etwas konsumiert. Und dann dachte ich mir so, fuck. So habe ich das erst voll spät gerafft. Ich war schon so am Schreiben. Das ist ja in der Machinima Crew. So meine Augen so verengen sich so. Oh, und dann zurück. Und dann irgendwie. Und dann am nächsten Morgen gucke ich auf mein Handy. Arvid hat geschrieben. Ja, irgendjemand hat wohl versucht, da was in die Gruppe zu schreiben. Und dann konnte ich das auch nicht erklären, weil ich ja nichts in den Chat schreiben konnte. Wie scheiße war das denn? So, Chat. Ja, das ist voll verwirrend, weil wenn du auf die OneNote-App, muss ja sagen, das ist ganze Notizzeug, geht ja bei Windows Phone mit dem, da Windows Phone, natürlich wäre es dumm von Microsoft, das nicht so zu machen, mit den Microsoft Office-Produkten gut verknüpft ist, hat man als Standard-Notiz-App auch natürlich OneNote. Und das synchronisiert natürlich über SkyDrive und Shit. Und in diesem OneNote kann man verschiedene Notizbücher anlegen. Jetzt haben sie es aber irgendwie nicht so schlau gemacht, finde ich, von der Navigation her in der App dazu, dass du nämlich die App setzt immer dort fort, wo du als letztes warst. Was an sich ja nicht so schlecht wäre, wenn es halt nicht verschiedene Notizbücher geben würde. Weil es ist das große Problem, du hast irgendwie, zum Beispiel wenn jetzt so ein Raum hat, jeder Raum wird, also wenn man einen Raum erstellt, es sind so extra Special Windows Phone Räume, dann wird für diesen Raum ein extra Notizbuch erstellt und eben in OneNote gespeichert. So, wenn du jetzt in einem Raum eine neue Notiz hinzufügst, dann macht der nichts anderes als OneNote zu öffnen. Und wenn du jetzt natürlich in dein eigenes Notizbuch und nicht in das Notizbuch von dem Raum was schreiben willst und dann OneNote öffnest, öffnet er OneNote dort, wo er als letztes war. Und das war ja, weil der Not Raum ja nur OneNote öffnet, eben bei der Notiz von dem Raum. Und dann schreibt man was in den Raum rein, was nicht so sinnvoll ist. Und dann muss man oben erst wieder Ewigkeiten. Das ist, finde ich, auch sehr verwirrend. Der Back-Button beendet Ja, einfach die ja. App. Das passiert mir jedes Mal irgendwie so, oh, ich bin ja noch in der Notiz drin, ich möchte zurück, drück auf zurück, App wird beendet. Denn anstattdessen ist voll subgenial einfach oben so ein kleiner Back-Button, mit dem man halt in allen Dingen nach oben kommt. Und das finde ich wirklich sehr subgenial umgesetzt. Also da kommt es mir manchmal so vor, als hätten sie ihre
eigene Design Language nicht wirklich verstanden. Aber das ist ja mal wieder so typisch Microsoft. Vielleicht ändert sich das ja mit dem neuen Hey, Prinzip One könnte gut sein. Microsoft, wo alles ja aus einer Hand kommen soll und auch alles besser abgesprochen sein soll. Weil momentan ist es ja, glaube ich, noch so, also sie befinden sich ja gerade im Umbau und eben davor, bevor dieser Umbau stattgefunden hat, war es ja so, dass Microsoft einfach nur aus total vielen fragmentierten Einzelbereichen bestand, die alle so vor sich hingetüftelt haben und keiner hat sich irgendwie interessiert, was das andere war. Und deswegen haben Synchronisationen unter verschiedenen Microsoft-Produkten immer nur so halbherzig funktioniert. Bill Gates hat heute Geburtstag. Bill Gates hat heute Geburtstag? Ja. Oh, alles Gute, Bill Gates. Genau, alles Gute, Billy. Oh Mann. Ich danke, weil das Windows Phone ist, keine Ahnung, ich mag das Windows Phone. Ja. Ich glaube, wir nerven die Leute mit unserem Windows Phone. Naja, egal. Ich wollte ja vorhin eigentlich was ganz anderes erzählen. Ich habe gesagt, ich habe immer Du wieder sowas wolltest noch kurz aufgeschrieben und den so. Fehler laut sagen. Bitte? Noch ganz kurz. Du wolltest noch kurz sagen, was passiert, wenn du in den Raum reinschreiben willst. Ja, Das genau, interessiert mich noch ganz dann kurz. kannst du da hier in deine tolle Sprechblase eigentlich immer reintippen und dann schreiben. Ja. Das kann ich aber nicht, weil wenn ich da drauf tippe, passiert aber nichts. Steht da immer dieses ausgeblichene Chatten im Messenger. Und ja, keine Ahnung. Okay, andere Frage. Was passiert, wenn du in den Nachrichten-Hub gehst und dort dürfte nicht die Konversation von Machinima Crew Ja, da auch passiert genau das gelistet Gleiche. sein? Oh, okay. Na egal, kann ich mir später noch mal Gedanken drüber Genau, das ist machen. jetzt, soll jetzt auch nicht Thema sein. Ja, genau. Problemlösungsstrategien. Genau, ich schreibe mir ganz viel auf. Und jetzt habe ich letztens bei mir, als ich entmüllt habe, so ein uraltes ledergebundenes, ganz edel, so richtig geil zum Zuklappen und mit so einem Verschluss und so, so perfekte Taschengröße, so ein altes Leder Notizbuch gefunden. Und das hat das jetzt abgelöst, weil ich es einfach so viel stylischer finde. Das stimmt, ja, das ist, Das ist also so ich muss cool. sagen, ich hatte früher auch mal so ein Notizbuch und es ist einfach mega stylisch, wenn du irgendwie so in der Innentasche von der Jacke erst so ein Ja, Notizbuch hast, dann holst du genau es raus, das blättest es auf, dann fühlt man passt sich das immer so perfekt wie aus rein. irgend so einem alten Detektivfilm entführt. Sherlock? Genau. Und das ist einfach mega geil. Aber ich muss sagen, dass ich das große Problem hatte. Erstens habe ich solche Notizbücher immer verloren. Und zweitens, ich weiß nicht. Ich finde natürlich, wenn die Notizen digital sind, sind sie meiner Meinung nach, erstens kannst du sie im Nachhinein noch bearbeiten und die sind leichter zu organisieren. Und du Ist das kannst sie auch eine natürlich Cola? durchsuchen, das ist Hallo. auch nochmal ein totaler Vorteil. Aber das hat natürlich schon Style, das muss man sagen, ja. So ein Notizbuch, so ein wirklich wahres. Ja, und jetzt mache ich eine krasse Überleitung. Oh. Ich schreibe mir viel auf und jetzt kommt super was Krasses. Aha. Was Wir nämlich ein sind ganz gebannt. anderes Thema. Jetzt, wow. Ich schreibe mir seit. Jetzt ist. Double Warte mal, ich kill. kann ja. Ich habe das ja datiert. Oh. Ich glaube, einen Monat ist es jetzt. Da schreibe ich mir Over. meine Träume auf. Und Oh. weißt du, wozu ich das tue? Nein. Damit habe ich nämlich gehört oder irgendjemand hat mir das erzählt oder ich habe es sogar gelesen, dass wenn du dir deine Träume aufschreibst und dir das dann noch öfter in Erinnerung rufst, dass du dich dann öfter an deine Träume erinnern kannst. Und ich Okay. muss sagen, das funktioniert tatsächlich. Das müsste ich auch mal machen. Ich weiß nur, dass ich viel zu faul bin und morgen viel zu fertig, um irgendwas überhaupt zu schreiben. Ja, am Anfang war es auch irgendwie echt hart, aber inzwischen. Wenn ich das träume, dann muss ich gar nicht mehr groß halten, dann weiß ich direkt, ah, schreibe das auf. Das Problem Okay. ist nur, ich habe es jetzt auch öfter, dass ich tatsächlich in einer Nacht zwei oder drei verschiedene Träume habe und dann Oh zwischendurch je. kurz aufwache. Und dann muss ich halt den einen aufschreiben, nachdem ich aufgewacht bin. Und das ist dann manchmal so 2 Uhr mitten in der Nacht, Ja. unter der Woche, aufschreiben. Und dann schreibe ich da erstmal eine halbe Stunde, weil ich schreibe, inzwischen kann ich mich an so verdammt viele kleine Details erinnern und ich will die nicht vergessen. Das heißt, ich schreibe die alle auf. Hab so kleine Zettel und schreib da teilweise 6 von diesen Zetteln voll doppelseitig. Und dann Alter. fertig. So, jetzt lege ich wieder hin und dann schlafe ich weiter. Und dann träume ich nochmal von was anderem. Und dann wache ich schon auf und denke mir, fuck, jetzt muss ich wieder alles aufschreiben. Traumbürokratie. Ja, aber ich habe jetzt schon. Boah, warte mal. Ja, hier mal kurz meinen Stapel. Erzähl mal irgendwas. Ich zähle mal kurz. Zu dem Thema am besten. Zu dem Thema, ja, ich muss sagen, das würde mich natürlich auch interessieren, was ich zum Teil so träume, weil zum Teil habe ich echt träume, dann denke ich mir, Mann, war der Traum geil. Eine Minute denke ich mir das, dann ist er weg.
Das ist, bei Träumen geht das echt schnell. Ich meine, du wachst auf, du weißt noch genau, was du geträumt hast. Du denkst eine Millisekunde an was Na, ich anderes hab und das du schon weißt alles. nichts mehr. Das braucht nur, du musst nur, was weiß ich, kurz auf den Wecker schauen und dir denken, der Wecker, zeige. Und sofort weißt du nicht mehr, was du geträumt hast. Das ist richtig hart zum Teil, finde ich. Also bei mir ist das so, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber ich vergesse meine Träume sowas von schnell. Gut, bei manchen, wenn die wirklich geil waren, kann ich mich zumindest noch bis zur Hälfte des Tages dran erinnern. Aber irgendwann kommt dann Schule und dann labert man wieder mit Leuten und dann hat man es eh komplett vergessen. Und So. ja. Genau. Also, ich hatte im letzten Monat konnte ich mich an sage und schreibe 18 Träume erinnern. Oh, okay. In einem Monat. In einem Monat, das Das ist ist nicht wenig. also so. Natürlich war dann auch manchmal mehrere Nächte lang gar nichts, aber dann halt wieder in einer Nacht zwei oder drei teilweise. Aber richtig krass. Und jetzt letzte Nacht war wieder so, habe ich zwei Träume gehabt, an die ich mich erinnern konnte. Und da denke ich mir, manchmal denke ich mir echt, was für ein Scheiß träumst du? Manchmal denke ich mir echt, schlaf wieder ein, das war so geil. Ja, also. Ja, ich hasse das auch, weißt du, mir so oft passiert, dass diese richtig geilen Träume kommen dann meist am Wochenende genau dann, ungefähr 10 Minuten, bevor eine Mom reinkommt, irgendwie denkt, sie muss jetzt in mein Zimmer kommen und mich wecken, um mir irgendwas zu erzählen oder so. Ja, gut, aber ich Was glaube, ich da. eh immer so unglaublich lustig finde, so. Weißt du, ich bin gerade so voll fertig, dann kommt meine Mom rein, die ja nun doch auch schon etwas älter ist und meiner Meinung nach auch nicht mehr so gut hört, dementsprechend auch lauter redet. Und am Morgen kannst du es einfach so gar nicht verkraften, wenn jemand daherkommt und erstmal halt. Ich meine, am Morgen, wenn jemand normal redet, klingt es eh schon dreimal so laut. Und wenn dann jemand auch noch von sich aus so ein bisschen lauter redet, dann brüllt die da immer rum und ich bin so fertig und. Ah! Das ist so schlimm. Am schlimmsten war dann auch früher noch, wenn sie noch früher gekommen ist, irgendwie ins Zimmer und dann war draußen noch gar nicht hell, weil früher hat mich meine Mama auch immer aufgeweckt. Als ich noch keine Ahnung mehr, nicht selbst einen Wecker gestellt. Da wurde mir sogar noch mein Müsli zum Bett gebracht. Was ein Boah, Service. Und Luxus. dann auch immer das Licht dann in der Früh und alles ist fertig. Und dann kommt die da rein und will mit einem konversationieren über irgendwas, was sie gerade gesehen hat. Konversationieren. Geil. Konversationieren. Konversieren, wenn schon. Ja, schon, aber ich finde Konversationieren. konversationieren klingt einfach so viel geiler. Auf jeden Fall, meine Mutter hat ja nun seit langem, also jetzt vor einiger Zeit, vor einiger sehr langer Zeit mittlerweile sogar schon, YouTube entdeckt. Und Oh, das ist schlecht für dich. das Da ist. fährt sie, wie fame du bist. Na, für sowas interessiert sie sich ja nicht. Sie schaut Das sich dann kommt eher noch. immer so Naturzeug an wie Orcas oder Das ist echt Orcas. krass, was es da noch alles auf YouTube gibt. Das vergiss ich immer voll, was es da noch so alles so nebenher gibt. Ja, Und neben dem klar. ganzen Wahnsinn, den ich andauernd habe, so gibt es ja noch voll viel anderen Scheiß. Auf jeden Fall schaut sie sich dann mal sowas an und natürlich sind so Orcas irgendwie cool und so und dann muss man über das erstmal berichten und Avi, schau dir doch mal das Video an. Und du bist gerade erst aufgewacht, voll fertig, ärgerst dich, dass du gerade aus einem endgeilen Traum aufgeweckt wurdest und wirst dann erstmal zupalabert über das Video. Und jetzt komm doch rüber und schau sie doch an und Weil ich so, warum musst du das für mich genau jetzt wecken? Das Der muss Traum war gerade so da. geil. Und sobald Ich du muss wieder gleich auch noch versuchst was zu dem einzuschlafen, Traum. geht's einfach nicht. Du kannst diesen Traum, sobald du aufgewacht bist, kannst du diesen Traum nicht weiterträumen. Das ist einfach nicht dasselbe. Weil, Doch, ich das habe weiß ich nicht, wenn schon du, öfters jetzt geschafft, nee, ich muss sagen, dass ich genau da wenn weitergeträumt du habe. Personen hast in dem Traum, also, ich meine, wenn ich selbst versuche, so richtig zu träumen, und nicht wirklich träume, sondern so vor mich hindöse, dann male ich mir immer so meine Superwelt und habe da so verschiedene Charaktere und denke mir immer so verschiedene Stories aus mit denen. Und ich finde es ganz Oh cool, Gott. so sich im Kopf so seine eigene Traumwelt da zu machen. Schon fast wie so ein eigenes Spiel oder so eine eigene Story mit verschiedenen Charakteren, die man dann in dieser Welt verschieden einsetzt und sich verschiedene Plots ausdenkt. Und, Arvitanien. was? Arvitanien heißt das Land. Ja, da habe ich so auf jeden Fall sowas und dann hat man natürlich auch schon solche Charaktere, die man versucht irgendwie so eigen wirken zu lassen, indem man sich überlegt, wie sie eben in dieser Welt fungieren, wie sie auf Verschiedenes verschieden reagieren. Aber es ist einfach nicht dasselbe, wie wenn du träumst und sie wirklich so von sich aus reagieren, weil du nicht mitbekommst,
wie du dir diese Person, diesen Charakter ausdenkst und in dieser Welt platzierst. Da wirkt es wirklich so, wie als wärst du so mittendrin. Während bei dem anderen, wenn du dir halt so selbst deine eigene Welt denkst, dann bist du ja, halt schon weiß, so der was du Mega-Mind meinst. und weißt halt schon alles. Das ist nämlich, so, jetzt muss ich mehrere Sachen sagen, weil du jetzt gerade die ganze Zeit geredet hast. Also erstens, meine Darüber hat Mutter sich hat der ja auch ein Sunrise schon Smartphone, die hatte das beschwert. sogar schon vor mir, aber die hatte auch WhatsApp und dann schickte sich seit 3 Monaten oder so machen die das mit irgendeiner Freundin von, der schicken die sich die ganze Zeit so Videos hin und her, die angeblich so super lustig sind, aber Oh wo ich mir so denke, boah, nein. die sind so unlustig. Fuck, sind die scheiße. Oh Gott, kennst du Und es? Auch wenn du Leute in der Klasse hast, die sich dann auch mal über so Videos so mega einen ablachen und du denkst so. nee, ich bin da mit den meisten aus meiner Stufe dann doch ganz d'accord. Früher gab es sowas, aber inzwischen haben wir alle, also es geht meistens schon Ach so, klar. okay. Nicht ganz so schlimm ist es meistens nicht, ab und zu, aber es geht. Oh Gott, so, jetzt was wollte ich noch erzählen? Dann, genau, weswegen ich mir das auch aufgeschrieben habe und wo ich einmal letztens die krasseste Traumerfahrung überhaupt hatte. So, folgendes. Weil wenn du das machst und je öfter deine Träume aufschreibst, dann kannst du irgendwann auch bewusster träumen. Und Ach so, wirklich, das. weil sonst hast du es ja immer, es ist einfach quasi ein Film und du denkst so, du bist da, aber trotzdem kannst du es nicht direkt beeinflussen. So Ja. ganz bewusst, so wie du es halt in echt kannst. Aber dann hatte ich letztens einen Traum, wo ich bewusst, ja, eine Entscheidung getroffen habe. Es ging, folgendes war, es war ein sehr privater Traum, will ich jetzt nicht hier wiedergeben. Und ganz am Ende habe ich dann auf jeden Fall jemandem die Hand gereicht, so, ja. Und das war eine bewusste Entscheidung. Ich stand da so und habe gedacht, ne, du gibst ihm jetzt die Hand, so. Und dann habe ich, als die Hände sich berührt haben, bin ich vor Schock aufgewacht, weil es so, das war so krass so. Und dann hatte ich einen Puls von 200, Alter, das war so unglaublich, das kann man gar nicht beschreiben. Es war die Das Liebe war. seines Lebens. Nee, aber das war halt einfach. Das war so krass, krass war das. Das kann man gar kaum in Worte fassen. Was sehr Diese. lustig ist, wo du dich gerade bewusste Träume nennst. Muss ich nerdmäßig hier gerade ganz kurz einwerfen. Ich bin ja verschreit mich ruhig als Mega-Nerd, aber ich mag die Serie ganz gern, ein Star Trek-Fan. Und da gab es auch mal eine Ach Folge mit bewussten so. Träumen. So, genau, und jetzt habe ich mir gedacht, wie wäre es, wenn ich was aus einem weniger privaten Traum, jetzt könnte ich hier mal so ein paar Sachen, so Grundgedanken wiedergeben, was ich für einen Scheiß teilweise träume. Also, ich habe zum Spaß mit einem Freund letztens, oder mit mehreren Freunden haben wir so, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Wir saßen halt abends irgendwie rum Na? und dann hat er dann irgendwann einen Gag gerissen, der TT-Virus. TT steht dabei für turbotödlich. Oh Mann. Wie bescheuert das, aber ich fand das so geil. So, und dann habe ich tatsächlich 2 Nächte später, ja, habe ich davon geträumt, ja. Aber TT wurde in dem Traum nicht erklärt, wofür das steht, sondern er hieß einfach nur TT-Virus. Und das war alles eigentlich total ernst. Es ging nämlich um Folgendes: Der TT-Virus, ja, ist ein Virus, der von den Nazis entwickelt wurde. Was? So, jetzt kommt's, um die Juden auszulöschen. Aha, okay. Und dazu haben sie in den Alpen ein Riesenreservoir gebaut, oder ein umzäuntes irgendwas, wo die alle ganz viele Juden zusammengesammelt haben. Und ich war dann mit 2 weiteren Freunden, ja, ich Super war so der, Psycho, to the ja, wir waren rescue. so ein Einsatz-Squad. Und haben dann dafür gesorgt, dass es das nicht passiert. Aber das war kein Happy End am Ende, sondern. Warte mal, wie war das nochmal? Das war so. Ich muss hier gerade mal mich so nochmal kurz einlesen. Genau, die waren dann in der Schweiz, in den Alpen so. Und da mussten wir ein Heilmittel finden. Genau, und das Heilmittel war. Da kommt jetzt noch Bio, das ist eigentlich gar nicht so logisch. Ja, trotzdem habe ich das irgendwie so geträumt. Dass durch das Fehlen eines Chromosoms wird der TT-Virus ausgelöst. Und dann haben wir ein Heilmittel gefunden. Oh Mann, sag es Ja, nicht, Leute mit das durch Down-Syndrom. Schmetterlinge. Was? Das konntest du nur durch Schmetterlinge entwickeln. Und diese Schmetterlinge gabst du noch an einem Ort der Welt, nämlich in einem Geheimlager, was in so einem uralten Haus war, was so voll nobel eingerichtet war und so ein Hinterzimmer hatte, so ein Garten in so einem Raum, der aber so ein Geheimraum. Und
ja, den du durch das Ziehen an einer Statue so irgendwie, keine Oh, Ahnung. wow, Und dann hast du sneaky, so ein sneaky. Bücherregal aufgeschoben, so ganz klassisch. Total So ein stets. geheimer Garten und da sind die Schmetterlinge rumgeflogen. Die waren groß, die waren richtig groß, die waren bestimmt so 30 cm groß. Was? Und das Geheimlager war natürlich von wem? Von Russen natürlich, ist ja ganz klar. Was auch Und, sonst? so, warte mal. Genau, da mussten wir dieses Heilmittel haben wir dann entwickelt, mussten wir dann in dieser Basis von den Nazis in den Alpen in das System einspeisen. Ja. Und als Einsatzquad natürlich mit 3 Mann. So. Ich war aber dabei mehr so der Fighter, der so alle lautlos ausgeschaltet hat. Dann hatten wir noch einen, Wow. der hacken konnte und so und einen, der halt so wissenschaftlermäßig drauf war. Sneaky Silas. Und warte, was gab's da noch? Genau, das Ende war dann voll tragisch. So, das war an so einer Klippe gebaut. Ja. Und dann am Ende haben die irgendwie die ganzen Leute, die da eingepfercht waren, irgendwie ist das Gegenmittel so halb gefailt und dann haben die alle ihren Verstand verloren und haben sich die Klippe runtergestürzt. Und am Fuß der Klippe war aber eine Stadt. Und in dieser Stadt, da dachte man, fuck, die ganzen Juden sind tot, scheiße. Ne? Und richtig kacke. Ja. Dann sind die aber, da wurde es noch schlimmer, sind die aufgestanden und waren Zombies. Was war das Ende des Traums? Oh Mann. So was träume ich dann. Hallo, das ist so abgefuckt. Und dann wache ich wirklich so auf und denke, wie kommst du darauf? Das geht gar Also nicht. Hallo, ihr denkt, kann sich so einen Scheiß ausdenken. mein abgefucktester Traum, das war aber ein Albtraum, genau zu sein. Das ist auch der einzige Traum, an den ich mich immer wieder erinnere. Der stammt aus tiefster Kindheit. Und da habe ich, glaube ich, davor irgendeinen bösen Film gesehen oder so. Das war richtig komisch. Das waren irgendwie so. Es waren wie so Alien-Bodybuilder. Zumindest von dem, was ich mich daran erinnern konnte. Es waren nämlich irgendeiner, der hatte, glaube ich, 4 Arme. Aber da halt so richtig muskelbepackt. Und war da irgendwie an so einer Mauer gelehnt, wobei das nicht so eine wirkliche Mauer war, sondern die war nur so, ja, sagen wir, hüfthoch, bisschen höher. Und auf der bin ich dann als Kind entlang balanciert, bin dann auf einer seiner Arme gestiegen und dann wie in so einem schlechten Comic, kennst du das, wenn irgendwo, was weiß ich, irgendwo was drauf fällt auf irgendein Teil von dem Körper und dann ist genau an der Stelle so genau total platt, wo das draufgefallen ist und dort, wo es Naja, nicht draufgefallen ist, ist es wieder so normal dick. Ja, und so sah dann sein Arm aus und der hat natürlich rumgeschrien und dann hat er mich totgeprügelt. Das war endkrass, Mann. Das hat mich voll fertig gemacht. Vor allem, weil ich habe dann halt so, kennst du das, wenn du diese typischen Krater hast, wenn irgendwas am Boden einschlägt und da sind dann lauter so Risse. Und so habe ich halt in Erinnerung, wie er mich totgeschlagen hat, der hat mich dann fett in den Magen geschlagen und so sah dann mein Bauch aus, der war dann so nach innen gewölbt. Und hatte lauter so Risse und aus diesen Rissen ist das Blut rausgelaufen und das war ziemlich ätzend und voll verstörend. Ich hasse diesen Raum. Ich weiß übrigens jetzt wieder, wie das heißt, wenn man so bewusst träumt. Und da, genau, jetzt weiß ich auch wieder, Da woher kann man ich, sich doch wie auch ich. bewusst aufwecken, wenn man so ein Ja, spezielles. so weit bin ich noch nicht in meiner Entwicklung, aber Das war soll man können, zumindest in ja. Star Trek so. Elusive Dreaming heißt das. Oh, okay. Und da hat mir ein Freund von erzählt, und als wir irgendwie über Inception geredet haben, Oh. weil da wird das ja auch so ein bisschen aufgegriffen, teilweise. Thematisieren, Ja. Und ja, ich mach das und ich vielleicht in einem halben Jahr oder einem Jahr, dann sieht es noch besser aus. Es entwickelt sich halt dann ganz langsam und so. Und ist awesome. das ist natürlich ziemlich cool, ja. Sowas würde ich auch gern machen, aber ich glaube, dafür habe ich einfach nicht die Muße. Ich bin so für sowas einfach immer viel zu faul. Ich habe mir auch so viel vorgenommen. Weil es mich so interessiert hat und auch so gereizt und weil es auch viel logisches Denken ist, wollte ich mal programmieren lernen, weil ich logisches Denken Achso, mag und also will. schon ein Und paar Mal erzählt. ja, und da komme ich auch einfach nicht dazu. Dabei muss ich eigentlich, die Disk ist sogar im PC eingelegt. Ich muss sie nur starten und dem Kerl zuhören und der labert mich dann schief an. Und dann könnte ich's. Also ist zumindest der Plan. Aber ich komme einfach nicht dazu. Ich habe irgendwie keine Ahnung, jetzt denke ich, oh nee, jetzt mach's grad nicht. Und so selten wie ich es da mache, vergesse ich immer das, was ich schon angesehen habe, habe dann aber keine Lust, die gleichen Episoden wieder anzusehen, weil ich sie ja schon kenne. Und das ist natürlich langweilig, wenn ich das gleiche immer wieder ansehe. Da ich aber wieder vergessen habe, was ich angesehen hatte oder mich nicht mehr genau an den Syntax erinnern kann, ja,
bin ich so ein Ja, so ist bisschen das bei fail. mir mit 3DS Max. Ich will eigentlich die ganze Zeit 3DS Max lernen, damit ich auch endlich mal selber Scheiße animieren kann. Mich müsste nur auf den 3DS Max Learning Channel gehen und mir da mal was angucken. Aber ich mach das einfach nicht. Auch wenn ich Zeit habe, ich habe total die Langeweile. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ach ja. Oh komm, mach. Spielst du Dead Space? So ungefähr, ne? Und dann Man ist machst du dann doch irgendeinen so Scheiß. zu bequem für sowas. Das ist unfassbar. Aber was ich Total. auch immer schon mal lernen wollte, ist, Parkour. Das wollte ich schon immer mal können. Das ist ja so cool. Oh ja, Parkour ist natürlich cool, aber ich muss immer denken, wenn ich es lerne, da haut es dich sicherlich mal ordentlich auf die Fresse. Darauf hast du eigentlich nicht so Lust. Ja. Weißt, Das das geht. ist dann so typisches, wie da hat es mich auch mal vom Fahrrad gehauen, weil ich dachte, ich könnte freihändig fahren. Resultat war, den Lenker hat es quergestellt und ich bin oben drüber geflogen. Was natürlich noch sehr peinlich war, weil da war ich aber auch noch jünger, in der Früh, als ich zur Schule gefahren bin und vor mir war auch noch so ein Schulkumpel. Der war so ein paar Meter weiter vorne, er hat sich dann irgendwann umgedreht, weil es hinten hat scheppern hören. Aber auf jeden Fall bin ich da drüber geflogen und kennst du es, wenn du so am Boden landest und dann schleifst du noch so 3 Zentimeter. Boah, So stelle deswegen ich habe mir ich das so vor, Angst, wenn du wenn ich bei mit irgendjemandem Parkour. Motorrad fahre, ne? Ja. Und so stelle ich Boah. mir das vor, wenn es dich bei Parkour so mitten im Lauf richtig hinfetzt. So mit dem Gesicht dann so erstmal so 3 Zentimeter schleifen. Beim Motorradfahren ist es ja noch viel schlimmer, da du viel größere Ja, wenn der Geschwindigkeit hast, da heiße schleifst du dann Asphalt, ja. Alter, und dann die Hosen und die Jeans so aufreißen und so, das sind ja die Ah. derbsten Verletzungen teilweise. Alter Schwede. Na. Krass. Ja. Genau, da hört dann meine Lust für Parkour immer sehr schnell wieder auf. Ja, keine Ahnung, ich würde das halt schon gern. Das Ding bei sowas allgemein, auch bei 3DS Max und so, wenn du dich aufgerafft hast, um die Ja, und Grundlagen zu lernen, dann ist es geil. dann machst du einfach weiter. Aber dahin musst du erstmal kommen. Na, das ist halt wirklich hart, Furchtbar. bis dahin erstmal zu kommen. Ich glaube, gerade bei Parkour, da haut es dich schon erstmal zum Teil krass auf die Fresse, bis du da irgendwas draus lernst. Naja, am Anfang ist es halt ziemlich monoton. Du musst halt die ganze Zeit üben, abrollen. Ich Ja, habe ja schon mal so ein bisschen geguckt und so, du musst halt dich halt die ganze Zeit üben, abrollen. das finde ich auch Überhaupt einfach erstmal so eine deinen Körper so Überwindung. sehr unter Kontrolle zu haben, dass du überhaupt einen Handstand zum Beispiel machen kannst und so, das können auch schon viele nicht. Ja, Und ich finde so. allein schon von der Überwindung her, auch sowas was mich auch mal sehr interessiert hat, war Fallschule. Ja, das macht man zum Beispiel, wenn du eine Kampfsportart machst. Da lernst du, wie du richtig Ach hinfällst. so. Dass du deinen Fall so gesagt, Ja, dass es halt nicht ja. wehtut. Aus der Grundschule konnte das ein sehr guter Freund damals von mir, oder hatte eben, der hat glaube ich Judo gemacht und hat das da eben gelernt. Gerade bei Judo ist es ja wichtig, weil in Judo machst du ja im Gegensatz zum Beispiel zu Taekwondo, was ich gemacht habe, oder Karate, was die meisten ja eigentlich kennen, machst du ja viel mit Werfen. Du wirfst ja eigentlich dauernd Leute über dich drüber und so. In Judo. Und da ist natürlich die Fallschule besonders wichtig. In den anderen Sportarten, wo du eher so trittst und schlägst, das ist eher von minderem Interesse. Und, oder natürlich schon auch, weil du wirfst natürlich auch Leute in Taekwondo zumindest, aber halt nicht so oft. Und auf jeden Fall hat der dann, mir das dann mal in der Grundschule demonstriert und ist dann einfach so da gestanden und hat sich halt umfallen lassen und hat den dann halt abgehalten. Was halt wichtig war, ist, dass du halt wirklich richtig steif umfällst und genau in dem Moment, wo er aufgekommen ist, hat er mit der Hand, mit dem ganzen Arm, um genau zu sein, auf den Boden geschlagen, um so gesagt seinen Fall abzubremsen, dass er eine möglichst große Fläche hat, wenn er am Boden aufkommt. Und allein schon diese Überwindung, sich hinfallen zu lassen und dabei richtig steif zu bleiben, es geht einfach nicht. Das kriege ich einfach nicht hin. Es ist einfach so ein Nicht? natürlicher Reflex, sich abzufangen. Nee, keine Ahnung, da gibt es ja so den Klassiker, den macht man ja irgendwann, macht das ja jeder mal, auch diesen Vertrauensbeweis. Den habe ich noch nie gemacht, muss ich Lass dich sagen. fallen, ich fange dich auf und So wie so. bei dem, erkennst du das Video mit dem Mädchen, das da nach vorne umkippt. Nee. Das ist so geil, weißt du? Es sind halt so zwei kleine Mädchen und der Vater, der filmt das Ganze und die wollen halt dieses Vertrauenstraining machen. Und das eine kleine Mädchen so ganz süß: Ja, komm, lass dich ruhig fallen, ich fange dich auf. Stellt sich hinter das Mädchen, die macht das Auge zu und lässt sich halt umfallen. Fällt dann aber nicht nach hinten, sondern nach vorne. Gott. Das ist halt so lustig. Das Video, was halt doch am geilsten ist, es wäre natürlich einerseits auch lustig, wenn du das Umfallen siehst und so richtiges wehtut, aber was noch viel lustiger ist, dass das Video genau endet, wo sie so umkippt.
Und du den Rest halt so im Geiste ausmalst. Dieses ganze Chaos, das dann passiert. Auch so lustig ist, ich meine, du fällst ja nicht gleich mit der kompletten Geschwindigkeit um, sondern du siehst also, wie sie ganz langsam nach vorne kippt, immer schneller wird, immer schneller wird, immer schneller wird, und dann ist das Video zu Ende. Und es ist halt einfach so der Mega-Fail. Oh Mann, dass du das nicht kennst, das ist voll bekannt. Ja, es gibt viele Sachen, die voll bekannt sind, die ich nicht kenne. Irgendwie gucke so, hey, das hat 10 Millionen Views. Oh, Ja, gut, das stimmt tatsächlich. natürlich. Ich kannte das bis jetzt nicht. Und das ist von 2008 auch. Oh, ja. Ups, nun, Man kann ja nicht alles kennen. ja, vollkommene Utopien hier. Ja. Ja, das ist aber im Endeffekt keine Ahnung. Das ging immer eigentlich. Ich Weil. muss sagen, also so ein Falltest habe ich nur, also so ein Vertrauentest habe ich auch noch nie gemacht. Nicht? Nee, noch Das ist nie. eigentlich voll entspannt. Also, Zumindest kann ich sagen wir mich es mal daran so, erinnern. ich habe das schon ein paar Mal gemacht. So. Wenn, du musst halt immer die Leute, ja, keine Ahnung, ich habe das Ah, schon mit also, mehreren Personen gemacht. du musst halt Wenn, immer die Leute. nein, ja, wie du die einschätzt. Bei manchen denkst du, ja, die machen das voll locker so, weil du weißt ja auch, keine Ahnung, zum Beispiel ein Typ wie ich, der dann halt 1,85 groß ist und 80 Kilo wiegt, da denkst du ja schon so, der packt das? Die packt das jetzt aber vielleicht nicht, weil Person XY dann nur, keine Ahnung, 1,70 groß ist und jetzt vielleicht nicht unbedingt so strong. Ja, da überlegt man sich dann sowas Die schon schaffen das zweimal. natürlich trotzdem, ja, aber du hast dann weniger Vertrauen. Das ist Ja, dann eine größere Überwindung. das stimmt natürlich. Ja. Nö, aber das ist ganz lustig. Ich habe das einmal gemacht. Also da hab ich aufgefangen. Habe Ja. ich dann aber halt auch, habe ich aufgefangen und dann nochmal so ganz kurz losgelassen. Das war so asozial eigentlich. How to be a dick. Ja, Also, und Spaß. dann, naja. Hat sich ein bisschen erschreckt. Ich wurde danach zusammengeschissen. Von der Person. Oh Mann. Hätte ich mir aber auch denken können. Ich glaube, wenn ich das bei einem Kerl gemacht hätte, bei einem Kumpel, dann. Oh, lustig, Ja, lustig. das bei weiblichen Personen Aber sollte man sowas nicht machen. wenn ich das bei einer Freundin, dann ist das fatal. Ich glaube, dann ist die sauer. Ja, Ja, ja. durchaus. Ja, genau. Hast du noch ein weiteres Thema oder wolltest du dazu noch was sagen? Ja, hätte ich. Oh, okay. Aber ich würde sagen, wenn wir das noch besprechen wollen, insofern du noch Zeit und Lust hast, Ja, klar, dann klar. machen wir das lieber in einem neuen Talk, weil das, glaube ich, noch relativ lang ist und Oh, okay. wir jetzt schon über eine Stunde reden und daraus schon drei Parts Das entstehen können. stimmt, ja. Wobei wir es ja höchstwahrscheinlich wieder. Also willst du drei Parts noch machen? Oder? Weil ich hätte ja gedacht, dass wir das Ganze wieder so machen, wie wir es sonst auch immer machen. Eine Videoversion und eine Podcast-Version. Ja. Ja. Also die Podcast-Version ist durch am Stück und die Ach so, Videoversion lade ja, ich in drei okay. Parts hoch, Ja, weil stimmt, ja, sonst ist das das ist so irgendwie groß und schlau. so. Ja, genau. Genau. So machen wir das. Und ich Ja. würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt über viele Sachen geredet. Ja, doch. Ihr habt unser tiefstes Innerstes kennengelernt, weil ihr wisst, was wir Dam, träumen. dam, Und dam. ja, ich Genau. hoffe, es war interessant, mal wieder. Und sehr random, wie immer. Natürlich, das sowieso. Ja, das ist ja das ist ja der Markt, das Markenzeichen des Random Talks. Sonst wäre er ja nicht random. Habe ich gehört. Sind Okay. Gerüchte? Weiß man noch nicht. Naja, ja, dann fange ich, oder willst du dich zuerst verabschieden? Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Das werte ich dann mal als ja. Gut, dann bin ich jetzt als nächster dran. Ciao und tschüss, sagt der Quert. Wie fandet ihr das heutige Video? Lasst es uns wissen, gebt eine Bewertung ab und schreibt einen Kommentar. Ihr wollt mehr von uns sehen? Dann klickt doch auf Abonnieren und checkt unseren Channel aus. Ihr wollt uns unterstützen? Dann teilt doch das Video mit euren Freunden und der ganzen Welt. Ihr wollt immer auf dem neuesten Stand bleiben, was Psycho und Quert angeht? Dann schaut doch mal auf unseren Social Network Seiten auf Twitter, Facebook und Instagram vorbei. Psycho und Quert gibt's jetzt natürlich auch für unterwegs. Als Audio-Podcast auf iTunes und als RSS-Feed. Ihr wollt mehr von Psycho sehen?
dann schaut doch mal auf seinem anderen YouTube-Kanal PsychoGamesTV vorbei. Alle wichtigen Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und auf unserem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, stay tuned und bis zum nächsten Mal bei Psycho und Querd.